das wird eine abenteuerliche Sendung, die wir heute vorhaben. Und eine, bei der man alle Sinne zusammen haben muss, denn wenn du unten was vergessen hast, Matthias, ist schlecht, ne? Dann ist schlecht, dann geht man nochmal runter und läuft die 350 Stufen nochmal hoch. Also die Beine sind im Training, das Gehirn ist im Training. Auch das dritte Programm, damit wir dich sehen können. Also ist der Herr Gallas auch mit dafür verantwortlich, ne, dass die Expedition jetzt schön über den Sender flimmert. Was habt ihr hier stehen? Hat das auch was mit dem Sender Aalen zu tun? Tasche. Okay. Die Kunden auf dem Marktplatz. Wer was eingekauft hat. Alles Protokoll. Man könnte es zwar meinen, aber ist es nicht der Aalener Spion, gell? Nee. Der ist da oben. Der hat uns alle im Blick? Ganz genau, weil er sich immer hin und her Setzungszeit zurück, wo er ausgeschickt wurde, um irgendwas zu erkundschaften im feindlichen Heerlager. Und da wurde er natürlich gefangen genommen und wurde gefragt, wer bist denn du? Und da sagt er ganz treu, ich bin der Spion für Aale. Ehrlicher Mann halt, ne? Und dann gerne. Und jetzt, wo Sie die Brille runtergezogen haben, da war es wahrscheinlich vielen vom Fernseher schon klar, oder die haben sich erinnert, den kenne ich doch aus dem Fernsehen. Michael Kausch, jetzt Wahlaalner. Guten Tag. Guten Tag. Eben noch als Kompagnon von Manfred Krug, jetzt mit mir auf dem Aalener Wochenmarkt. Denn hierhin hat sie ja verschlagen nach Aalen, ne? Ja, aufgrund der Arbeit meiner Frau. Und würden Sie jetzt sagen, Aalen ist eine gute Wahlheimat geworden? Ja, ich bin gerne hier. Also diese Kleinstädte haben, hier sind wir sozusagen in meinem Lebensmittelpunkt, also was jetzt das Leben in Aalen angeht, mein Lebensmittelpunkt im Kino am Kocher. Ein genossenschaftlich geführtes Kino. Alle Arbeiten, die hier erledigen. Ja, ja, ich muss ehrlich sagen, es ist das erste Mal, dass ich in einem dieser Liegestühle sitze, weil ich bevorzuge. Ich merke auch, Sie sind unter einer gewissen Spannung. Ne? Ja, ja, ja. Also ich möchte immer. Mission, die da durchkommt. Ne? Sie wollen alles ganz genau sehen. Ja. Jetzt haben Sie mir viel gezeigt in Aalen. Ich hätte aber von Ihnen gerne noch einen Tipp. Was können wir noch machen? Was müssen wir noch sehen? Das Museum, nicht Liebesmuseum. Mhm. Sich überlegen, wie man die Zeit nutzt. Und das ist eigentlich. Ja, es macht halt Spaß, man macht das mit Freunden zusammen und es ist eigentlich eine gute Ausrede, nicht lernen zu müssen. Einfach ganz geschickt, ne? Ja. Sehr belebtes Museum, ne? Ja, darauf legen wir auch Wert, denn Erlebnispädagogik ist etwas, denke ich, was einfach den Schülern das Thema nähert. Und zuletzt haben wir noch eine Provinzialrömerin mit einem etwas edleren Gewand und eine verkleidete Fernsehmoderatorin. Genau. Klappt schon ganz gut. Wir springen aber jetzt, und zwar von dieser kleinen Bühne hier, auf eine große. Wahrscheinlich 10 Kilometer weit weg. 10 Kilometer weit weg. Und da stand auch das schöne Gegenstück zu der Maschine. Genau. Hier. Und das ist jetzt das Gegenstück hier in Aalen. Wir sind jetzt hier noch im Gebäude. Das kommt dann später raus. Und dann können wir unseren Test machen. Das heißt, im Moment ist der Strahl noch ganz unsichtbar. Ja, aber wenn wir ein bisschen Nebel reingeben, dann sehen Sie plötzlich. Da wird es richtig hell in den Augen, ne? Da ist er. Und genau. Wofür ist diese Maschine jetzt gut, außer dass sie natürlich einen wunderbaren Strahl abfeuert? Ein Gerät dieser Art gab es bisher noch nie. Das ist weltweit der größte Mehrfarblaser auf dem Markt. Für Anwendungen, die es bislang nicht gab. Stellen sich wirklich Veranstaltungen über Leistungen, insgesamt über 150 Preise schon erhalten, weltweit. Und das ist schon einzigartig, das gibt es kein zweites Mal. Und das ist quasi jetzt so die Grundlagentechnik, ne? Das ist ja, das ist so ein Laserprojektor, mit dem machen wir auch wirklich richtig große Shows im Freien. Also zum Beispiel so Sachen wie Nationalfeiertage oder. Und am Ende steht die große Show. Und dafür haben wir hier unser Studio. Das ist praktisch unser Spielzimmer. Hier entwickeln wir die ganzen Shows, auch die großen. Und hier haben auch unsere Kunden die Möglichkeit, vorab unter realistischen Bedingungen zu sehen, was sie dann erst vor Ort erwarten wird. Und mit euch auch mal ein bisschen schwimmen gehen, ne? In der Mittagspause. Nicht wirklich. Nee, kein Pool. Dieses Wasserbecken ist dazu da, das Wasser aufzufangen, das unsere Waterscreens erzeugen. Ah, Waterscreen ja. Heißt, das ist so ein richtiger Bildschirm. Waterscreen ist eine Projektionsfläche aus Wasser, okay. Auf der ich hologrammähnlich wegfließt. Haben wir uns sicher ihresgleichen suchen. Okay, das ist was ganz Einzigartiges. Ja, ne? Das hat einfach auch sehr viele Leute angezogen. Die wollten das alle mal sehen, kannten es bislang. Ach, hier muss man hoch. Genau, kannten es bislang eigentlich immer nur aus der Presse. Und das wollten natürlich auch durchaus unsere Wettbewerber mal anschauen, wie und es da aussieht. Und das ist dann so ein bisschen die Zuschauertribüne hier. Genau, bitteschön. Hier kann ich dann mich hinsetzen und eure Shows genießen. Genau. Perfekt, fehlen nur noch jetzt die Chips, mal, ne? Wie die ganze Sache aussieht.
hier unten ist was ganz anderes. Ja, aber Berchberg ist natürlich dunkel und da kann man natürlich mit so Lasershows einiges machen. Und in der Tat haben wir uns für die Zukunft doch da einiges überlegt schon mal. Echt? Also können wir... Du, was machen Sie hier drin? Mir das Bergwerk angucken. Ach ja, toll, super. Was für eine Überraschung. Das haben wir auch gemacht heute. Und, genau. Wie war's? Schön, auch ein bisschen beängstigend, das habe ich mich eben gefragt, als wir so rein sind. Also hier, ja. Hier im Berchberg ist die Luft so gut, dass wir mit dieser Luft eben therapieren können. Hier kommen Leute her, die an Atemwegserkrankungen leiden. Und setzen sich dann schön hin. Spüren dann hier, wenn sie die gute Luft atmen, so wie wir zwei jetzt, eine absolute Verbesserung und manchmal auch eine Linderung. Ja, die kommen zweimal am Tag, vormittags und eben zur Nachmittagskur dann und genießen die gute Luft, was wir jetzt hier auch tun. Jetzt haben wir hier schon so gute Luft und ich weiß ja, dass Sie ganz gut singen können, ne? Jetzt verraten wir aber, Sie singen ja nicht nur hier unten im Bergwerk, allein in den Gängen, ne? Nein, wir haben auch so ein bisschen eine Band. Das singende Bergwerk. Bei mir geht's jetzt gleich richtig rund und deshalb bin ich froh, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Gar keiner da? Ich mal gucken. Hallo! Und kurz ablegen die Wolke. Kurz ablegen, jetzt ist aber schön voll hier. Ja. Was war denn das hier Schönes? Was für ein tolles Spiel. Ja, wir bewegen uns mit Hilfe des Fallschirms. Natürlich ist es kein Fallschirm, das ist eine Wolke. Und die Wolke regnet sich aus. Die Wolke wird vom Wind getrieben. Und das spielen wir hier. Das bringt auch ein bisschen außer Atem, Herr Ebner. Das bringt die Schüler und vor allen Dingen mich außer Atem. So, wir räumen auf. Wer nimmt den Schirm mit? Also, nehmt ihr den Schirm mit. Zack, so. Läuft hier wie am Schnürchen, ne? Ja, schön. Und wahrscheinlich wissen Ihre Schüler gar nicht, was Sie für einen sensationellen Sportlehrer haben. Sie sind nämlich Weltmeister gewesen, 83, ne? Gewesen, ja. Aber das spielt hier gar keine so große Rolle mehr. Hat ja. Aber mal. 3000 Meter Hindernislauf. Ja. Wir reisen mal zusammen ein bisschen in die Vergangenheit. Ja. Auflösen, Mann plus Auto gleich lächeln, oder? Jo, doch. Ja, also wir haben natürlich auch noch Mädels im Team, so ist es nicht, aber ja, da ist das Angebot rar. Die sind in anderen Bereichen? Zum Beispiel da im Sponsoring oder in der Öffentlichkeitsarbeit. Techniker wie auch die kaufmännische Abteilung sitzen hier komplett in unserem Büro, wie wir es so liebevoll nennen. Wenn wir ist doch auch eins, ne? Ja, ist auch eins. Also wir haben hier viele Computer, wie man sieht. Und hier wird zum Beispiel die Precharge-Platine gemacht für die Leistungselektronik. Damit auch die ESD. Ist das eine laute Kiste, habe ich gerade gedacht, als Sie angekommen sind. Tut mir leid, Sie müssen nächstes Mal Europax spielen. Ja. Das ist brutal laut. Es ist brutal, weil sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, oder? Ja, aber das ist noch der Original-Automobilsound, so wie sich das gehört. Das ist aber der einzige Verkehr, den wir hier im Garten vom Schloss haben, oder? So ist das. So ist das, weil alles andere ist ja unter Denkmalschutz. Und der Raum hier strahlt einem ja quasi direkt entgegen, ne? Sollte er auch. Sollte auch, ist der alte Empfangsraum und ist im 20. Jahrhundert zum Verbindungszimmer geworden innerhalb des Wohnbereichs vom Baron. Mit Sekretariat und Arbeitszimmer, Schlafzimmer gleich neben dabei und ein Speisezimmer, einen Aufenthaltsraum. Also von den 37 Räumen hier 37. Im Schloss, richtig, hat er sich so eine kleine eine kleine Vierzimmerwohnung hier oben so arrangiert mit Arbeitsbereich. Und in dem sind wir gerade. Und da war er wahrscheinlich oft, ne? Weil er hat ja einiges. Ja, gut, da war noch zum einen, sagen wir mal, so das tägliche Geschäft der Gutsverwaltung und der Waldverwaltung und nebenher natürlich ein bisschen erredet, ob da heißes Wasser rausgeht, aber so ganz genau wissen wir das nicht. Also ein erfolgreicher Rennfahrer und er war natürlich der Vater der Silberpfeile. Und von dem kommen wir jetzt zu einem anderen Vater, fast genauso bedeutend, der Vater der Miniköche. Das ist ja eine ganz tolle Sache.